herzlich willkommen zurück auf unserem kleinen Söldnerschiff. Ich bin Cody und nach den Enthüllungen aus der letzten Runde Battletech zusammen ist es doch mal interessant zu sehen, was demnächst passieren wird. Unsere einst Schutzbefohlene Kamea Arano lebt tatsächlich noch und all das war nur Propaganda, dass sie tot ist. Schauen wir einfach weiter, was passiert. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen um unsere Mannschaft kümmern und auch um unsere Vehikel. Wie man sieht, es gab Schäden in der letzten Runde. Die Piraten haben uns doch etwas zusetzen können mit dem schweren Gerät, das sie bei sich hatten. Aber auch hatten wir etwas Glück, denn in dem geborgenen Raumschiff der Argo fanden wir die Teile für einen Centurion, einen ganz ordentlichen Mech. Leider hat er nicht allzu viele Teile überbehalten, gerade mal einen mittleren Laser. Ist jetzt suboptimal. Aber gucken wir einfach mal weiter, was wir machen können, was wir anstellen können mit der ganzen Sache. Und außerdem auch unsere Mech-Krieger dürften wieder etwas an Erfahrung bekommen haben. Jawohl. Man sieht, Behemoth kann sich ihren zweiten Sonderskill auswählen. Sie wird definitiv kein Sensorspezialist werden. Sie ist mehr so der Nahkämpfer. Von daher haben wir jetzt die Möglichkeiten zu sagen, sicherer Stand, passiv, also quasi mitschwingend. Mechs, die dieser Krieger steuert, erhalten eine zusätzliche Ausweichenladung nach der Bewegung, kann das Maximum der Einheit überschreiten, wenn die Bewegung nicht aus Sprinten, Springen oder einem Nahkampfansturm besteht, erhält der Mech außerdem den Zustand verschanzt. Und da wir in den Nahkampf wollen mit diesem Mech und wir dadurch etwas durch Feuer durchwarten werden, ist das definitiv die Wahl. Und sie bekommt den sicheren Stand. Auch hier scheinbar leider wieder ein Fehler in dem Text. Wie gesagt, ich biete es euch an, ich stelle es gerne auf Englisch um und übersetze dann einige Sachen. Aber ich werde auch nicht alles übersetzen, deswegen überlegt es euch einfach. Ist echt schade, dass hier so ein paar Fehler im Spiel drinne sind. In der deutschen Lokalisierung. So, hier haben wir Cody. Hat auch genug Punkte, um nochmal hier auf mehr Trefferchance zu gehen. Oder sich hier wahrscheinlich 2 Punkte in Steuerung zu genehmigen. Die Unsicherschwelle, also quasi die Stabilitätsschwelle, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ziehen wir ihn erstmal auf einen guten Mittelwert oder geben wir ihm nochmal zusätzliche Prozente? Müsste momentan 12,5 sein, also 2,5% mehr Waffengenauigkeit. Ist natürlich nicht zu verachten. Oder geben wir ihm auch Bollwerk? Viele, viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir geben ihm erstmal einen kleinen Boost auf die noch etwas zurückliegenden Fähigkeiten. Mech-Warrior Training complete. Er wird garantiert genug Action sehen, um hier noch einen ordentlichen Piloten abzugeben später. So, unser Sensorspezialist, der gute Decker. In Gesundheit ist, denke ich mal, nicht verkehrt, weil er weil ich schon versuchen werde, mit ihm relativ weit vorzukommen, damit er auch mit seinem Sensor-Trade was ausrichten kann. Deswegen, ja, er kriegt hier einen Punkt Gesundheit erstmal. Gute Glitch hat die Möglichkeit, einen zweiten Skill zu lernen oder volle 2 Punkte in Steuerung zu bekommen. Auch hier die eine Unsicherschwelle, wie es im Deutschen hier übersetzt wurde. Jetzt die Frage. Mehr Sicherheit über Bollwerk? Oder halt die Steuerung? Ich würde sagen, ich mittel sie auch erstmal aus. Training confirmed, Commander. Verkehrt ist der eine Punkt in unsicherer Schwelle. Unsicherer Schwelle, das klingt einfach merkwürdig.
Also in diesem Stabilitätsfaktor ist definitiv nicht verkehrt. Und Medusa ist ja unser Ersatzmann, noch nicht so viel Action gesehen, eigentlich noch gar keine. Dementsprechend noch nichts. Jetzt gehen wir zum ersten Mal so richtig in den Bau über. Mal gucken. Der Blackjack hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Wärmetauscher verloren, die müssen wir ersetzen. Auf jeden Fall müssen wir ihn reparieren. Der mittlere Laser ist kritisch getroffen worden, der muss repariert werden, deswegen diese schraffierte Darstellung. Und ja, wir reparieren ihn erstmal komplett. Und jetzt mal schauen, ob wir genügend, sag mal, interessante Bauteile haben, um ihn ein bisschen umzubauen. Nicht so wirklich danach aus. Wir haben zwei AK-2s, die sind mehr so als Ersatz. Wir könnten natürlich auch sagen... Ja. Wir haben nur einen leichten Laser. Und einen schweren... Mal was testen. Mal gucken. Nee, den Wärmetauscher lassen wir erstmal drin. Werden wir garantiert brauchen. Und dann haben wir ziemlich gut 16 Tonnen über. Die Rüstung. Ich spiele ganz gerne damit rum, dass ich die erstmal aufdrehe. Komme jetzt hier für gewöhnlich auf eine merkwürdige Kommazahl. Kann man dann aber ändern, indem man ein bisschen an der Rückenpanzerung für gewöhnlich rumdreht, weil man versucht natürlich den Rücken vom Gegner abzuwenden, aber gelingt einem auch nicht immer. Und dann haben wir noch 13 Tonnen über. Hier Sprungdüsen sind drin, ein Wärmetauscher, die man noch rausnehmen könnte. Man muss nicht. Ja, was machen wir mit dem? Zum Laden irgendwas Interessantes, was wir noch mit anfügen können. Mal schauen. Oh, zwei mittlere Laser. Wow. Noch eine AK-5 zum Verkauf. Die sind aber bei 8 Tonnen zu schwer, um sie doppelt zu führen. Da haben wir nicht genug Platz für. Und nur zwei AK-5s zu nehmen, ist recht risky, sage ich mal. Raketen kann er keine. MG-Munition als einziges in der Unterstützungsklasse drinne. Irgendwelche tollen Komponenten. Wärmetauscher kann man kaufen und Sprungdüsen. Naja, der Laden hier ist nicht ganz so aufregend. Ja, was können wir machen? Also wir können ihm die AK-2s wieder verpassen. Das wären dann 12 Tonnen und eine Tonne Ammo. Achso, die ist ja auch noch drin. Ups. Okay, dann haben wir doch nicht 13, sondern 14 Tonnen. Wir könnten einen schweren Laser reinpacken, 5 Tonnen. Ihn ansonsten mit mittleren Lasern vollklatschen oder halt ein bisschen auf MGs gehen, um kritische Treffer auszunutzen. Wenn wir einen schweren Laser reinpacken... Und den Rest mit mittleren, also an Energieslots mit mittleren vollklatschen. Dann haben wir noch 6 Tonnen. Durchschnittliche Reichweite geht runter. Klar, wir haben die beiden AK-2s rausgenommen. Hitzeeffizienz ist suboptimal. Wir haben noch 2 Slots für Unterstützungswaffen frei. Haben wir einen Laser-Mech aus dem Ding? So, ist nur ein stimmt, ist ja nur ein leichter Laser da. Schade. Gießen natürlich interessant, weil. Achso, sind ja auch Unterstützungswaffen. Ja, ich muss mich immer noch an Mods gewöhnen. Wo MGs dann auch noch. Also an das Fehlen selbiger. Wo MGs dann auch ballistische Waffen sind. MG-Munition, also Munition in den mittleren Tor, so wie es bei der AK-2-Munition war, zu flacken, ist, ich sag mal, schon ein bisschen gefährlich. 4 Tonnen sind noch über, die Hitzeeffizienz ist, naja,
Und die durchschnittliche Reichweite natürlich hierdurch runtergegangen. Wir haben natürlich jetzt einen Boost für den Nahkampfschaden, weil die MGs mit reinnehmen. Und die Feuerkraft geht sogar hoch in dem Fall. Andererseits brauchen wir natürlich auch noch ein gutes Stück an Ausrüstung für den Centurion. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde ihn lieber in dem ein bisschen standardmäßiger lassen, also mit den AK-2s erstmal. Und so, die Hitzeffizienz geht so hoch. Jetzt fehlt uns eine Tonne für die Munition für die AK-2s. Die bietet 25 Schuss und Finger weg vom Mausbutton. So wird er mehr aushalten können. Allerdings hat er weniger Feuerkraft, weil wir so die beiden mittleren Laser hier rausnehmen. Die Frage, lassen wir das so? Schon recht gefährlich, weil die Arme, man sieht es besonders viel an Rüstung und Struktur haben sie jetzt nicht, auch wenn wir es ein bisschen aufdrehen konnten. Und wenn die Arme weg sind, dann ist der quasi, ja, Walking Stick sozusagen, nur noch nahkampftauglich. Überlege ich mir nochmal. Will erstmal schauen, was wir an Stuff in den Centurion reinpacken. Weil wir haben nicht wirklich viel Zeug. Das ist ein bisschen echt schade. Ich würde sagen, er kriegt auf jeden Fall die AK-5, die wir hier über haben. Da haben wir hoffentlich auch Munition für, jawohl. Dann. Moment, wie viel Schuss hatten Bin? 15 Runden. Boah, kann man erstmal so lassen. Ich denke mal, so viel schießen werden wir nicht müssen in den jetzigen Missionen. Er hat 3 Raketenslots noch über und einen Unterstützungsslot. Er hat noch 37. So, er hat 37 von 50 Tonnen. Hat er, wenn ich die Panzerung aufdrehe. Gehen wir hier mal ein bisschen die Rückenpanzerung runter. Mal 40,5. Quatsch, ist die Munition. MG da rein. Dann haben wir 8 Tonnen über. Was kosten uns denn KSRs 2 Tonnen? Wir haben nur einen Vierer. Den Sechser. Einen Sechser würde ich ganz gern für den Wolverine aufsparen. Noch ein Nahkampfmonster. Oder zumindest Nahkampfunterstützer. Oder eine LSR-10. Hat 5 Tonnen. Mischung? Ich bringe auf jeden Fall nur eine LSR-10 rein. Oder 2 LSR-5. Da sparen wir uns eine Tonne. Man sollte natürlich gucken. Habe ich auch nur eine von. Und nur eine LSR-10 im Angebot. Wir haben zu wenig Teile. Wir haben einfach zu wenig Teile. Mir kriegt eine KSR-4. Eine Tonne Munition dürfte für eine KSR-4 langen. Genau, 100 Schuss, dann haben wir 25 Runden. Ich bin irgendwie so ein Freund davon, Munition in die Beine zu packen, weil kritischer Treffer auf ein Torso-Teil, Pilotenverletzungen, Arm weg und in ein Center-Torso.
Komplettzerstörung für einen Mac, nee, ist irgendwie nicht so meins. Also wir haben jetzt einen mittleren Laser, eine KSR-4, wir geben ihm noch einen mittleren Laser. Die Effizienz liegt jetzt bei 30 zu 40, okay. 4 Tonnen noch. Noch ein bisschen aufrüsten. Noch eine KSR-2 rein und dann Wärmetauscher. Komm, das machen wir mal. Das testen wir einfach mal aus. KSR-2 rein. Dann brauchen wir Ausrüstung. Brauchen wir einen Wärmetauscher. Setzen wir mal einen mittleren Torso 2 Stück rein. Und dann haben wir 36 zu 44. Kriegt noch einen. So. Dann haben wir 39 zu 44. War auch nicht optimal, aber so probieren wir mal aus. Ordentliche Panzerung, der kann also schön voranstapfen. Und mal ein bisschen Feuer einkassieren. Und dann würde ich sagen, setzen wir einfach den Blackjack einfach nur in Stand. Den lassen wir mal noch auf Standard. Wir haben einfach nicht die passenden Teile für einen ordentlichen Umbau. Mal gucken, wie es dem Shadowhawk geht. Er hat, glaube ich, auch eine Waffe verloren gehabt, ne? Nee, nicht? Okay. Aber er ist ja dediziert für den Nahkampf. LSR-5 wiegt 2 Tonnen. Wir haben ordentlich KSR-Munition für den 1-2er-Launcher. Wollte mal gucken, wie es ist mit der KSR-6, die wir ja haben. Hat er dann keinen Platz mehr für... auch doof. Würde ich auch ganz gerne eigentlich noch aufrüsten, was Panzerung betrifft. Ging nicht voll aufgepanzert. Will mal einfach nur auf Max drücken, weil er ja Zeug schon drin hat. Oh. Mal gucken. Er soll ja einen Nahkampf stapfen. Und mit 14 Tonnen verpassen wir mal einen gutes Schwappen an KSRs mit Munition. Umdüsen wäre natürlich bei so einem Mech nicht verkehrt, damit er sich gut manövrieren kann. Zumindest im Nahbereich. Mal eine raus, oder? Wärmeableitung ist noch recht gut. Wir haben noch 7 Tonnen. Wir nehmen einen mittleren. Nehmen wir den schweren mit. Natürlich ordentlich Abwärme, ne? Da hätte er noch ein bisschen was auf Range im Vergleich zu dem mittleren. Da kommt er zumindest auf 450 Meter. Mal gucken. Setzt jetzt natürlich die Abwärme runter. Mit Zweien könnte man es ganz gut ausgleichen. Hätte dadurch ein bisschen Punch. Aber es ist einfach zu schwer. Also ich nehme den mittleren Laser, verpasse ihm noch, weil er ja auch in den Nahkampf geht, noch den leichten Laser, den wir haben. Weil der ja im Nahkampf noch mitzieht. Dann haben wir noch... Dann haben wir noch... Achso, ja... Das ist die Position. Ich bin's einfach nicht gewohnt.
Verzeiht mir, wenn ich diesen Fehler wahrscheinlich noch ein paar Mal mache, aber MGs waren in dem letzten Spielstand, den ich gespielt habe, ballistische Waffen. Es war jetzt zwar ein schöner Gedanke, aber er passt leider nicht. Ja. Ballistische Waffen haben wir nicht genug Platz. Reicht noch nicht mal für eine AK-2. Bei den KSRs ist die Gewichtsverteilung gut, also würde es auch nichts bringen, hier drei KSR-2 statt der einen KSR-6 reinzuflacken. Wobei wir dadurch dann ja auch an Schadenspotenzial verlieren durchaus. Doch der schwere Laser wahrscheinlich die bessere Wahl. Das testen wir. Wir testen es einfach aus. Wenn es vorübergeht, dann geht es vorüber. Dann haben wir Pech gehabt. Wir geben ihm noch zwei Wärmetauscher zurück. 30 zu 44. Sprungdüse packen wir rein, dann ziehen wir noch ein bisschen Panzerung runter. Tonne. Was von Beinen noch runter, 110 und dann haben wir es. Ja, so testen wir. Boah, 44 Tage, übel. Ja, damit haben wir jetzt noch zwei aktive Mechs quasi. Das ist alles, was uns hier noch bleibt. 30 Tage, 40 Tage. Wir lassen erstmal den Blackjack reparieren, der ist in 10 Tagen fertig. Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich echt heftig. Also wir sind jetzt eine ganze Weile lang außer Gefecht. Und können nicht, sag mal, ordentlich das Ganze bearbeiten. Wir hätten noch sogar einen Auftrag hier direkt vor Ort. Maximale Bezahlung 158.000 von 400, 158.400 oder 3 von 14 Schrott. Ruf, hier können wir ein bisschen Ruf für die Liga der freien Welten sammeln, das Haus Marik. Wenn wir das denn möchten. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal damit rechnen, dass wir einen vollen Monat mit den Umbauten an den Mechs verschwenden. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Bleibt uns wirklich nichts anderes übrig. Diese Zeit werde ich mal ein bisschen vorspulen. Und da gucken wir mal, ob es da irgendein tolles Ereignis dazwischen gibt. Sollte es kein Ereignis geben, dann werde ich das ganz einfach kurz rausschneiden, damit ihr euch das nicht unbedingt mit anschauen müsst. Gucken wir einfach mal. Und da haben wir auch schon ein Ereignis. Organisiertes Chaos. Bei der morgendlichen Besprechung ergreift Yang sofort das Wort. Commander, der Leopard ist zu klein, meine MacTechs stolpern ständig über alles. So, mal gucken. Darius schreitet ein. Okay. Es scheint, Platzmangel zu geben. Gut, es ist ein Landungsschiff. Vielleicht nicht unbedingt als Wohnschiff geeignet, aber wir nutzen es sozusagen auch mit so mit. Recht kommen, verschieben, einer kleinen Menge an Vorräten. Vielleicht letzte Erkenntnis mit Vorräten. Ja, okay. Okay, also. Wir brauchen den ganzen Krempel und ich habe so das Gefühl, wenn wir ihm helfen, haben wir einen Bonus für unsere Reparaturzeiten. Mal gucken. Moral verringert um 1. Okay, müssen wir mit leben. Die eine, der hält einen Bonus von 3 Tech-Punkten für 30 Tage. Was wiederum Hammer ist.
drei Punkte. Wir haben quasi jetzt unseren MacTech-Status verdoppelt. Und somit kommt der Centurion jetzt schon nach 19 Tagen. Wir haben 2 oder 3 Tage jetzt vorgespult gehabt. Also ein ordentlicher Boost für uns. Das hat es echt gebracht. Können wir recht schnell so einen kleinen Auftrag übernehmen, den Shadowhawk mal außen vor lassen. Wir haben ja noch dann genug Mechs, sobald der Centurion repariert ist. Und damit haben wir uns natürlich nochmal ordentlich was gespart im Sinne für den Finanzbericht. Denn wir kriegen nochmal Geld rein, bevor der kommt. Also super Sache. Und auch noch ein Ereignis. Der letzte Kelch. Auf dem Weg zur Kombüse des Leopard triffst du auf Sumir, die ebenfalls dorthin unterwegs ist. So, mal gucken. Oh, es geht um die letzte Tasse Kaffee. Hui. Trink den Kaffee selbst. Teile auf. Wir machen mal das Aufteilen. Mal gucken. Jeder einen Schluck. Was gibt's? Glitch und Decker gut gelaunt. Na perfekt. Damit sind die beiden in der Mission schon mal etwas besser. 30 Tage, das heißt auch definitiv für die nächste Mission. Das ist doch genial. Was so ein kleiner Schluck Kaffee nicht ausrichten kann. So, Centurion ist fertig. Und wir schnappen uns den Auftrag, sofern er noch da ist. Jawohl. Was haben wir da eigentlich? Einen Konvoi im Hinterhalt. Okay, Konvoi im Hinterhalt. Nicht einfach nur Konvoi. Mal gucken. Behandeln wir das mal. Es ist immer noch eine Halbskull-Mission. Jetzt die Frage, ob es sich lohnt, auf Loot zu gehen. 11 Teile, 3 von 14. 1400 ist jetzt nicht wirklich megamäßig viel. Wenn wir es so lassen, das ist jetzt der Punkt, den ich schon mal vor einiger Zeit angesprochen habe, dann verzichten wir quasi auf einen Teil, weil, wie man sieht, wenn man den einfach nur hin und her bewegt, bis zu einem gewissen Punkt, dann bewegt sich der Balken für den Loot nicht. Also hier in dem Bereich. Und damit sammelt man dann quasi Goodwill bei der Liga freier Welten. Viel ändern tut sich dadurch nicht, außer wir geben jetzt auf alles auf. Dementsprechend werden wir den Approach nehmen, 50.000 für unser Budget und die Hoffnung, dass wir ein paar gute Teile finden. Obwohl, naja, bin ein bisschen zwiespältig bei der Halbsky-Mission, aber so machen wir es. So, was haben wir hier? Behemoth fehlt ihr Shadowhawk. Der Centurion ist ja so ein bisschen als Supporter für den Nahkampf gedacht, deswegen würdest du den mal übernehmen für die Zeit. Und danach gucken wir mal, wie wir da weitermachen. So. Bin gespannt, also wie wir das dann shiften, dass das zwischen den einzelnen Piloten gut aufgeteilt ist mit ihren gewissen Stärken. Natürlich müssen wir das irgendwie so ein bisschen aufteilen, wie wir die einzelnen Mechs mit den Piloten bestücken, wie wir das Ganze rangehen, also wie wir da, das ist quasi auch schon ein Teil der Kampftaktik. Twitch wird auf jeden Fall diejenige, die so ein bisschen auf den Fernkampf geht, die auch mit Langstreckenraketen arbeiten wird. Kommt natürlich immer drauf an, was für ein Mech sie bekommen kann. Und Cody, denke ich mal, ist ein guter Kandidat, um auf den Centurion umzuschwenken dann später. Und der Shadowhawk bleibt erstmal im Behemoth. Obhut. Und ja, mal gucken. Gucken wir einfach. Wir starten jetzt erstmal in den Konvoi im Hinterhalt. Command Interface initiated. Und führen. Ah, einen feindlichen Konvoi auf. Ah, deswegen Konvoi im Hinterhalt, alles klar. So. Konvoi abfangen, abhauen. Man kann natürlich auch Konvoi abfangen und alle Verteidiger zerstören. Ich denke mal, das ist das interessantere Szenario. Wir müssen den Konvoi auf jeden Fall daran hindern, nach dort zu kommen. Und wir werden wahrscheinlich hier irgendwo antreffen. Schätze ich mal. Gehen wir mal auf die Suche.
Gut, der Decker wird uns natürlich dabei gut helfen können, on in so einem leichten Mac. Noch nichts gesehen? Okay. Kommen sie in Reichweite? Ach, schade. Hier kann man nicht gucken, wie weit seine Sensoren gehen. Es scheinen einige Fahrzeuge zu sein, ansonsten würde es nicht so lange dauern. Da ist mein Zug wieder. So. Wir müssen natürlich weiter voran. Wichtig, halt die Konvoi-Fahrzeuge zuerst anzugreifen, denn die versuchen natürlich zu entkommen. Scheißegal, was wir machen. Was? Zerstöre die Beschützer. Alle Regierung. Okay. Hier runter? Na gut, er hat Sprungdüsen, also wird auf jeden Fall runterkommen. Versuchen wir erstmal irgendwas in Sensorenreichweite zu kriegen. Roger. Damit die Chose hier mal richtig anfängt. Immer noch nichts. Okay. Dann haben sie wohl doch ein bisschen von weiter hinten lang. Ah! Time to earn our money. Da kommt das erste Fahrzeug. Und es gehört zu den Beschützern. Das sieht man an dem Kreuz, weil das ist das Nebenziel. Also Beschützer in Form von Fahrzeugen. Ich hoffe vielleicht auch nochmal auf dem Mac, damit wir wenigstens noch einen Teil looten können. Damit es sich ein bisschen auszahlt, dass wir auch halt auf Loot gegangen sind. Ich halte Decker erstmal zurück. Holding for tactical advantage. Und die dann mit den anderen mal gucken, ob ich sie irgendwie... Nein? Nein und wahrscheinlich noch nein. Ja, naja. Können wir wenigstens einen in Sicht bekommen? Nein. Okay, muss doch Decker ran. Damit wir wenigstens schon mit ein paar Langstreckenraketen feuern können. Aber ich lasse ihn erstmal noch in Deckung, weil wenn ich ihn jetzt hier vorziehe, dann werden alle Fahrzeuge sich auf ihn stürzen. Alle Kampffahrzeuge. Moving to position. Und werde seine Sensorenerfassung ausnutzen. Mal gucken. I've got a sensor lock. Ein Langstreckenstriker. Na gut, haben ja auch mal ein paar Kurzstrecken dabei, aber sind mehr so eingestellt, auf Langstrecke zu kämpfen im Standard. So, der Vindicator ist der einzige, der mal einen Schuss absetzen kann, sozusagen. Und dann machen wir uns schon mal bekannt. Und geben dem Striker schon mal so ein bisschen ein Salut. Oh, drei haben getroffen. War schon mal ein guter Anfang. Die ersten 12 Schaden sozusagen. So. Achso, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Auch marode. Also auch kein allzu schweres Spiel für uns hier. Irgendwann in Sicht, aber mit dem Sprint können wir natürlich nichts machen. Deswegen setzen wir so, dass der Gegner noch nicht sehen kann. Aber schon mal näher ran. Waiting for orders. Doch hier müssen wir näher ran. Centurion hat so einen richtig schönen breiten Rücken. Hat irgendwie eine ziemlich markante Silhouette bekommen in dem Game. Wenn man sich den mal in anderen Spielen anschaut, wie zum Beispiel dem sehr schönen Titel Mech Commander, da ist er eher ein bisschen schlanker geraten. Ist auch auf den, sag mal, typischen technischen Zeichnungen, die man so von den Romanen kennt, so aus den 80er Jahren rum, ist er auch ein bisschen schlanker wie jetzt hier. Aber ja, nichtsdestotrotz, die Silhouette sieht einfach nur gut aus, finde ich. So, wir halten Decker nochmal zurück. Er ist ja unser Squishy-Star, also besser zusehen, dass er quasi den
Bereich bekommt, wo er vielleicht mal schon drauf treten kann. Gucken. Ready for orders. Nee, würde höchstwahrscheinlich diesmal noch nicht können, aber zumindest, dass er nicht der Erste ist, der Feuer abkriegt. Yes, Commander. Und echt jetzt? Okay. Wow. Das haben wir den Hügel hier zu verschulden wahrscheinlich. Gut, der Blackjack ist ja mehr so auf Sprinten, mehr so auf Fernkampf ausgelegt. Setzen wir mal hier auf den Hügel, damit er höhere Position hat. Und gucken uns mal einen Gegner aus. Und sagen einfach mal ein bisschen Hallo. Auch. Was war das? Könnte eine AK gewesen sein, aber das schoss da irgendwie komisch aus. Da muss ich mal noch mal ein bisschen genauer reinschauen. So. Wieso jetzt? Achso, weil sich der Tracker bewegt hat. Aha. Okay, gut. Dann. Auch wenn sie dann beim wieder runterlaufen ein bisschen mehr Bewegung braucht. Nutzen wir das aus. Mit einer AK-5 dürften wir ihn klein kriegen. Und das tun wir auch. Enemy vehicle destroyed. Ein Gegner weniger. Die Konvoi-Fahrzeuge. Das sah es im ersten Moment jetzt gerade so aus. Das ist auf jeden Fall ein Konvoi-Fahrzeug, das zerstört werden muss. Und das. Waiting for orders. Und auch einsprinten. Auch Glitch wird mal eine Position hier oben einnehmen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Mache ich eins, ich lasse Decker als letzten ziehen, weil der Gegner hat in Phase 1 nichts. Und okay. Striker im Konvoi, okay. Und wenn er dann als letzter zieht, dann kann er auch wieder als erster ziehen, weil er ist der schnellste von allen. Mit seinem leichten Mech. Das heißt, man kann so eine Art Hit and Run machen, einmal reinfeuern und dann wieder in eine sicherere Position schieben. Mit Glitch und Cody könnte man am Berghang entlang gehen und die Langstreckenwaffen ausnutzen. Wäre eine Möglichkeit. Viele, viele Raketen haben sie dabei. Das ist natürlich Splash Damage, also verteilt sich ordentlich auf unseren Max. Ja, wissen wir, kriegen wir 65% Trefferchance. Da sehen wir auch nochmal einen zweiten, haben auch 65%, also gehen wir einfach mal rein. Gucken, was da noch läuft. Noch ein Striker. Den wir zwar sehen, aber anscheinend keinen Schuss drauf kriegen können. Ein Galleon mit Lasern. Und das Konvoi-Fahrzeug hier vorne. 85% auf den Galleon. Ich würde sagen, das versuchen wir mal. Oder? 37 und 11. Das heißt, wenn beide auf die Seite kommen, hat er Potenzial, ihn zu zerstören. Aber ich gebe da jetzt nicht allzu viel drauf. Und hier hat er die Chance definitiv nicht. Also probieren wir es. Got it. Primary target is taking damage. Das sah gut aus, jawohl. Okay. Beide auf die Seite gekommen, perfekt. Reporting, one less vehicle. Wie machen wir dann weiter? Also wir ziehen jetzt Decker erstmal aus der potenziellen alle, die nachfolgen, schießen auf ihn Position heraus. Und na gut, auch da wird es ihm wahrscheinlich passieren. Er springt?
Holt sich hier die Deckung für die rechte Seite. Und müsste eigentlich Klick gehen. So. Auf den Striker, dann aufweichen. Dürften zwei verschiedene Trefferzonen gewesen sein. Turm und linke Seite. Linke Seite und Front. Okay. Sah jetzt nicht unbedingt nach Fronttreffer aus. Ja, Damage minimal, aber auf dem rechten Torso schon ein bisschen durch den Panzer durchgekratzt. Mal gucken, also wir können ihn quasi hier durchfuddeln. Wenn wir mit den AKs dann auf den Striker feuern. Und da kann er runter. Also wir können das quasi so machen, dass wir ihn entgegengehen. Mit dem Blackjack. Mal gucken, ob es eine brauchbare Taktik ist. Ihnen auf jeden Fall ein bisschen außer Reichweite von den weiter hinten stehenden. Ja, zu verteilt. War die Front schon mal gut aufgeweicht. Und mit Glitch würde ich sagen, machen wir das beide das gleiche. Also Behemoth und Decker versuchen auf der Flanke raus und Glitch und Cody werden die Front übernehmen, damit sie ihnen quasi in den Weg gehen. BK und LSR haben eine Trefferchance. Das machen wir. Die beiden haben halt mit ihren Langstreckenwaffen aus etwas erhöhter Sicht eine gute Trefferchance halt auch. Dürfte, genau, Höhenunterschied gibt nochmal einen Modifikator von 1 in dem Fall hier. Das ist prima. Mal gucken. Die PPK auf die Front und er ist weg. Was passiert? Aha. Jawohl. Haben die Raketen noch den Rest rausgenommen. You like that? Nachdem die PPK die Seite aufgerissen hat. Perfekt. Kein Konvoi-Mitglied schon mal in einer so guten Position, dass er entkommen könnte. So, Behemoth. Behemoth. Wie gesagt, soll zusammen mit Decker die Flanke übernehmen. Wird leider keinen Schuss absetzen können. Insofern sprinten wir einfach mal runter. Got it. No shooting, just running. So. Das war ein Striker. Hier muss irgendwo noch ein Scorpion dazwischen stecken. So, was kommt da? Noch ein Striker. Naja, die gehen halt eher auf den Langstreckenkampf. Und Langstreckenraketen sind für einen leichten Mech dann doch schon etwas zumindest gefährlich. Zumindest wenn sie in Masse kommen. Was hat er da für eine Trefferchance? Das sieht gut aus. Nehmen wir diesen Knubbel hier als Deckung. Zumindest Teildeckung. Und gucken wir mal, ob wir den Striker ein bisschen aufgeweicht bekommen. Zwei Treffer. Gar nicht gesehen, wo drauf sie gegangen sind. Linke Seite, rechte Seite. Vollverteilung. Na prima. Gut, was ist das? Das ist der Scorpion. Good to go. Er hat ein ordentliches Schadenspotenzial mit der AK-5, deswegen. Mal gucken, wo haben wir das Beste? 85. Beide Positionen selbe. Dann gehen wir nach hier, damit wir ein bisschen näher an dem Fluchtpunkt sind. I copy. Und schnappen uns jetzt erstmal den Scorpion, um den ebenfalls 45 Schaden als Potenzial rauszunehmen. Und gerade für unseren leichten Mech ist das ziemlich gefährlich. So, mal gucken. Und. Woll. Behemoth hat mit dem Centurion schon gut ordentliches Schadenspotenzial mit den ganzen KSRs und der AK-5.
ist ziemlicher Heavy Puncher momentan. Hier ist ein weiterer Skorpion von hinten. Ein Beschützer. Wenn wir uns weiter nach hinten bewegen, haben wir zwar immer noch Sicht, aber dann wird wahrscheinlich die Trefferchance... Oh ne, 85% immer noch. Ah, das nehmen wir doch. Wie gesagt, also hier rum und den Fluchtweg abschneiden. Wir bleiben beim Plan. So lange wie es geht. Aber der Plan ist immer das, was sich als erstes verändert, wenn man in den Kampf geht, ne? Engaging target. So. Eine Seite gut aufgerissen. Die rechte. Mal gucken. Glitch hat ja Langstreckenraketen, also ein gutes Verteilungsmuster möglich. Und jeder hat 4 Schadenspunkte Potenzial. Also ich denke mal, das wird der nächste Kill. Und? Jawohl. So, jetzt könnte ich sagen, Landezone. Oder halt zusätzliche Bezahlung. Landezone ist hier. Müssten wir dann mit allen Mechs reingehen, dann ist die Mission durch. Aber wir haben jetzt hier noch einen Striker und einen Scorpion gegen uns. Receiving you. Dann machen wir doch mal Folgendes. Decker bewegt sich in den Wald. Ja. Haben wir da 85%, das ist gut. Dann versucht er den Striker. Und hat jetzt hier wieder eine schöne Deckung gegen zumindest einen der beiden Scorpions. 2 Scorpions noch gegen uns. Oh, ein Punkt, ernsthaft. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay. Sie nehmen sich auch Decker aufs Korn. Ready for orders. Mal gucken. Dann sehen wir erstmal zu, dass wir... Den da würde ich am liebsten, aber da kriegen wir ein bisschen unterbrochenes Schussfeld. Ah, hier. Sieht's aus. Das sieht gut aus. Die Jungs können leider nicht splitten. Deswegen nehmen wir jetzt ganz einfach den, der uns noch gefährlich werden kann in der Runde aufs Korn. Und ja. Munition ist genug da. Und Abwärme auch. Also auf Nummer sicher und RK5 hat es schon gerichtet. So. Sind wir natürlich für den Rest etwas weit weg. 85% immer noch. Der Höhenunterschied. Gucken, ist das von hier hinten auch immer noch so? Tatsache. Was für Scheiße. Dann machen wir die normale Bewegung. Und nutzen den Höhenunterschied aus. Versuchen mal mit ein bisschen Glück die richtige Seite zu treffen. Mal gucken. Jawoll. Das war der Striker. Der Typ wahrscheinlich nicht ganz so viel Glück haben. Indirektes. Da kriegt sie direktes Feuer. Aber trotzdem nur die LSR-PPK ist außer Reichweite. Wenn sie runterspringt. Machen wir. Wir brauchen den Schaden. Das soll hier schnell vorbeigehen. Hätten doch mehr auf Geld gehen sollen. Zu viele Fahrzeuge. Da ist jetzt auch noch der Turm weg, also die AK-5 definitiv nicht im Loot. So, ja, alle Feinde ausgelöscht. Die kommt uns so holen. Und aus den... Irgendwas um die 50.000 haben wir 63.000 gemacht. Liga Freier Welten mag uns etwas mehr.
Und wir sind kurz davor, unseren ersten Stern zu bekommen. Das ist natürlich das, was wir gerne hätten. Keine nennenswerten Schäden. Die werden schnell ersetzt, das bisschen Panzerung. 8 Abschüsse insgesamt. Ja, was machen wir mit unseren beiden Priority Picks? Sagen, die setzen wir in die KSR-6er. Die AK-5 sind zwar auch interessant, aber wir werden garantiert noch mindestens eine davon bekommen bei 11 insgesamt Loot. Weil sogar die dritte KSR haben wir noch bekommen. Wenigstens mal ein paar Bauteile. Das ist doch schon mal etwas. Aber könnte natürlich besser sein. Aha, es gibt eine neue Hauptmission. Gucken wir uns aber beim nächsten Mal an, ob die schon durchzuführen ist oder nicht. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wo auch immer, wann auch immer ihr das anschaut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und sag einfach mal ciao.